Hallo hier bei Justins Wetter zu diesem ganz, ganz kurzen Wetter-Update. In diesem Update schauen wir mal auf mögliche Kaltlufteinbrüche, die uns dann vielleicht bald bevorstehen könnten. Vor allem dann so Mitte März wären dann doch hier wieder massive Kaltlufteinbrüche durchaus möglich. Aber sie würden wohl nicht mehr so massiv ausfallen, wie sie noch im teilweise Januar für den Januar berechnet wurden. Blicken wir als allererstes auf die Großwetterlagenkarte und dann sehen wir dann doch gut hier eine große Kaltluftschüssel über Nordeuropa und Osteuropa und dann ein wirklich sehr, sehr kräftiges Tief, das dann ein Orkantief sein könnte vor Großbritannien und Schottland, und dieses könnte dann dazwischen funken mit doch teilweise sehr, sehr milden Temperaturen und auch sehr, sehr kräftigen Windböen, während wir dann von Südwesten eine mildere Strömung dagegen drücken hätten, die dagegen drücken würde. Schauen wir uns die Temperaturen in 1500 Metern Höhe vom 12. März an und da sehen wir dann doch einen sehr, sehr kalten Vorstoß nochmal von sehr, sehr arktischen Temperaturen in 1500 Metern Höhe aus eher nördlichen Richtungen. Und dann hätten wir halt, wie gesagt, so ein etwas größeres Tiefdrucksystem Richtung Atlantik vor Großbritannien und ein anderes kräftiges Tiefdrucksystem Richtung Osteuropa. Blicken wir jetzt mal auf die Deutschlandansicht da ein bisschen genauer drauf und da hätten wir dann doch hier vom Norden her nochmal diese etwas kälteren Temperaturen, die hier aktuell wohl berechnet werden. Und da hätten wir dann in Norddeutschland Temperaturen in 1500 Metern Höhe von minus 9 bis minus 13 Grad nochmal örtlich. Das wäre dann doch relativ kalt. Und je weiter man wohl nach Süden vorankommen würde, desto milder würde es dann doch hier wohl werden. Also in Sachen große Kälte würde da uns erstmal nichts bevorstehen. Dazu das Wetter. Und da sehen wir dann doch gut hier Richtung Osten mit einem kräftigen Tief über Polen. Doch teilweise auch mal kräftige Schneefälle, vor allem auf der Westseite dieses Niederschlagsgebiets, auf der Westseite Richtung Polen wäre es dann doch eher der teilweise auch mal kräftigere Regen, der uns hier bevorstehen würde, aber sonst außer der Osten würde es dann in Deutschland verbreitet eher zu einigen Regenschauern kommen. Blicken wir jetzt noch zu guter Letzt auf die Sommels für den Westen und den Osten, hier jetzt für Köln im Westen, und da sehen wir dann doch, meist hätten wir dann doch Temperaturen ums langjährige Mittel, und so ab dem 10. März sind dann doch einige Ausreißer da, bei die nach oben gehen, ein milder Cluster ist also mit warmen, sehr, sehr, sehr warmen Temperaturen dabei und ein relativ kalter Cluster ist ebenfalls mit dabei, und dazu würden dann vor allem ab dem 12. März die Niederschlagssignale oder die Niederschläge würden dann wieder deutlich zunehmen. Das Ganze jetzt für den Osten, in diesem Fall für Pirna, und auch hier alles ums langjährige Mittel. Und auch hier so ab dem 10., 11. März hätten wir dann einen sehr, sehr milden Cluster, der sehr, sehr warme Temperaturen sehen würde, und ein sehr, sehr kalter Cluster, der dann auch Temperaturen in 1500 Metern Höhe von teilweise minus 14 Grad bringen würde. Und auch hier, also ab dem 14. März, würden die Niederschläge dann nach und nach langsam wieder zunehmen. Also da kommt doch relativ viel Spannung auf jetzt beim aktuellen Wettergeschehen. Mehr müssen wir uns dann aber in den nächsten Tagen dazu nochmal ein bisschen genauer anschauen. Mal wird der Kaltlufteinbruch berechnet, mal wird er wieder weggerechnet und eventuell könnten wir dann solche Bilder wie hier durchaus bekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Videos auch einschalten würdet. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, ich würde mich freuen. Wir sehen uns dann in der nächsten Wettervorhersage wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.